Hallo, ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Das Buch neigt sich dem Ende entgegen. Ich bin im letzten Kapitel, dem roten Kapitel, angekommen. Das heißt, Medikamente bewertet. Im Teil Medikamente von A bis Z werden rezeptpflichtige Medikamente dem Namen nach alphabetisch aufgeführt und danach geht es weiter nach Wirkstoffgruppen. Das letzte, was ich vorgelesen habe, waren die Satan. Und jetzt bin ich angekommen bei Satan und Diuretikum. Satan und Diuretikum. Das befindet sich auf der Seite 134, 135. Satan und Diuretikum. In diesen Präparaten ist ein Satan, in Klammern Candesatan, Eprosatan, Irbesatan, Lorsatan, Olmesatan, Telmisatan oder Valsatan, Klammer zu, mit dem Diuretikum Hydrochlorothiazid kombiniert. Jetzt die einzelnen Präparate. Candesatan plus Hydrochlorothiazid, Eprosatan plus Hydrochlorothiazid, Irbesatan plus Hydrochlorothiazid, Losatan plus Hydrochlorothiazid, Telmisatan plus Hydrochlorothiazid, Valsatan plus Hydrochlorothiazid. Die sind geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit einer der beiden Einzelsubstanzen allein nicht ausreichend gesenkt werden kann. Und ACE-Hämmer als Kombinationspartner, zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens, nicht vertragen werden. Und jetzt Olmesatan plus Hydrochlorothiazid mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit einer der beiden Einzelsubstanzen allein nicht ausreichend gesenkt werden kann. Und ACE-Hämmer als Kombinationspräparate, zum Beispiel wegen chronischen Reizhustens, nicht vertragen werden. Olmesatan wirkt nicht besser als andere Satane, es gibt aber Hinweise auf eine schlechtere Verträglichkeit. Weitere wichtige Hinweise zur Anwendung, zu unerwünschten Wirkungen, zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen, in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei älteren Menschen finden Sie unter Satane und unter Thiazide und thiazidartige Diuretika. Siehe Seiten 132 und 140. Weiter geht es nachher mit dem Satan und Diuretikum und Calcium-Antagonisten.